Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Muramasa Rebirth, hier mit dem Leviathan 2. Wir sind vor dem letzten Boss von Gonbei Storyline und ich würde behaupten, wir verlieren nicht viel Zeit, das werden wir beim Boss schon genug, denke ich, und gehen gleich rein. Wir haben einen Boss und das Ending vor uns und beides wird wahrscheinlich seine Zeit in Anspruch nehmen. Ach, und das Intro zum Boss müssen wir auch noch durchspielen, also... これだけの武士がいながら、たかが数人の百姓に遅れを取るとは言語道断。全く無様という他はない。やるぞ、わしの鉄砲を持て。もはや腰抜けには頼らぬわ。いや、待て。伊賀者はおるか。近くに控えておろう。 So, hier sind wir. Ich kann nicht mehr Start drücken. Mir ist gerade während der Cutscene eingefallen, dass ich noch gar keine Seelen verteilt habe, damit ich meine Waffen vielleicht noch ein bisschen stärker machen könnte. Entweder brauche ich es nicht, oder ich kriege wieder die Gelegenheit dazu, wenn uns der Boss gekillt hat. Dementsprechend, lass uns mal mit den Leuten reden. Also, kein Reis hier, das ist nicht toll. Okay, immer noch kein Reis. Und wie immer, wir reden zuletzt mit den Toten. Oh, dabei hat sie uns so ein schönes Angebot gemacht.城の中こんだけ探しても米がねえとはどういうこった。よそにでも売られたんだべか。待て待て、慌てるでねえ。ほら、この奥がどうにも匂う。こんにゃら。おったまげたなや。米蔵にも入れねえで、焦げな城のてっぺんに隠していただか。 Und damit haben wir den Boss. Hey, nicht mit Waffen. Das ist nicht nett. Ich wollte eigentlich... Ja, genau das hier. So, ich habe keine Ahnung, wie der kämpft. Ich höre, das ist ein Bosskampf, den ich mir nicht angesehen habe. Aber ich denke einfach, solange ich nur Schaden in ihn reinpfeffer, wird es schon irgendwie gehen. Scheint gern mit Waffen, mit Schusswaffen zu kämpfen, dementsprechend. Oh, und was haben die hier vor? Ja. So, ein bisschen Medizin angenommen. Wie sie einfach St. Thomas Frauen bilden. Bist du da einen Faden angemacht oder wie sieht das aus? Wenn ich angreifen möchte, muss ich das mit dem Sichern. Muss ich leider Sichern werfen. Und wenn ich Sichern werfen muss, heißt das, dass das mehr. Ach so. Ja, zurück auf den Boden der Tatsachen mit dir, mein Freund. Nein. Du kriegst sowas von eins drauf. Einfach nur ein Chaos, dieser Bosskampf. Irgendwie gefällt er mir.
Recovery Pellet und... Nein, Sweet Rice One. Aber sie machen mir mehr Schaden, als ich heilen kann. Das ist ein bisschen der... Das Negative. Du magst Ninjas haben, aber ich habe einen Geist. Sie. Ach, sie setzen ihn hier wieder hoch. Das ist weniger toll. So, Babo Speer. Und jetzt ihn hier. Wir müssen hier die Ninjas töten, damit er runterfällt. Und wenn er runterfällt, können wir ihn fertig machen. So. Wow. Mann. Kein Grund, gerade die Waffenrohre rauszuholen. Ja, das ist nicht gut. So, und die Ninjas wieder ein bisschen auflösen. Du verlierst! Haha, das ging schnell. War ein heilloses Chaos, aber war ein heilloses Chaos in 60 Frames per Second. Dementsprechend, ich hoffe, es sah relativ gut aus. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Lord Enma, der Richter der Hölle. Herr der Hölle. Der entscheidet, ob du in den Himmel oder in die Hölle gehst. Ja, so sieht er aus. Also haben wir nur unsere Geschichte Lord Enma erzählt. Und er wird entscheiden, ob wir in den Himmel oder in die Hölle gehen. エンマ町に書かれている通り間違いはない。話に嘘偽りはないようじゃな。お前の行いは人々を助けたい一心によるもので、本来なら極楽行きとしてやりたい。だが、多くの者の命を奪ったのも事実じゃ。 これを見過ごすわけにはいかん。へえ、よくわかっております。エンマ様、手伝いをしたオラも同罪でごぜえます。どうか同じ仕置きにしてくださいまし。Oh, da ist so eine gute Frau. Sie kommt sogar mit in die Hölle, nur damit sie bei uns sein kann. 何を言い出すだ、オタエ。 おめえは何も悪かねえ。よっくできた働き者の女房だ。いいや、俺一人極楽へ行ってもちっとも嬉しくはねえ。あんたが地獄なら、俺は悪事を働いててもそこへ行くだ。へい、黙れ。ここをどこだと思うておる。それほど言うなら、 Hey, wir sind wieder in der Hölle. Das, naja, wir waren schon mal hier, aber nicht mit ihm. Und wir sind wieder rausgekommen. さすが地獄だべ。切り刻まれても失神する命に体が戻って同じ仕置きを繰り返すってな。なかなか痛いし慣れねえもんだ。梅吉だけでも極楽に行けて本当に良かっただな。 Also der, der sich alleine geopfert hat, ist immerhin in den Himmel gekommen. Das ist angenehm zu wissen. Ach, komm schon. Dich kennen wir doch auch. Jürusanzo Gombe. Anotoki sono hora ni utareneba.
Ach, du wärst so oder so in die Hölle gekommen. Und was haben die Dämonen zu sagen? いつまで経っても仕置きの鬼様現れねえので心配になって探しに来ましただ。面目ない。疲れが出てうとうと眠り込んでおったわ。親方が地獄の鬼を半分になされてから休む暇もない。働きづめでくたくたじゃ。すまんがもう少し休ませてくれ。 Die Dämonen kommen nicht mit Foltern nach, einfach weil sie zu wenige sind. Und Gombe geht sogar noch deshalb reklamieren, das ist herrlich. Ja, ja, Papierkram. Ich hasse Bürokratie. Also, reden wir doch wieder mit unserer Frau. Sie stand uns ja immer so schön zur Seite. Ich finde es einfach genial, wie sie einfach so alltäglich über ihre Folterungen reden. Okay, was passiert hier weiter mit der Story? エンマ様にお願いして、もうちっと鬼を増やしてもらうわけにはいかねえべか。バカを言うな。わしらが親方に文句など言えるはずもなかろう。でもこのままだと罰を受ける俺たちも気がにするだ。泣く子も黙る地獄の鬼が、これではあまりに不憫でならねえ。こうなったら、 オラたちでエンマ様に訴え出るべ。何？本当か？お前らが言ってくれるのか？うん、オラたちが直訴するだ。Jetzt gehen sie auch zu laut Emma reklamieren. それでこうしてゾロゾロとやってきたというわけか。へえ。 極卒たちが疲れ果てねえよう、人数を揃えてくださいお約束いただくまで、何度死のうと訴え出る覚悟でございます。真面目が過ぎて地獄の法度を破るとは、なんとも困った奴らじゃ。鬼が足らぬのは承知しておる。 地獄にも事情があるのじゃ。分かった。約束はできぬが善処してみよう。しかしのう、お前たちをこのまま地獄に置いては他の罪人に示しがつかん。よって お前たちを地獄から追放いたす。よいか。二度とここへは戻ってくるなよ。 Oh, er darf uns nicht in den Himmel schicken, aber warum uns nicht wieder erwecken? Zum Leben wieder erwecken. Wir haben sogar noch unsere Kleider. Und du? Zu Hause. Oh, natürlich, wie immer. Noch nicht.
Aus der Hölle rausgeworfen. Und natürlich zuletzt mit. So, dann schauen wir uns doch mal dieses Happy Ending an. まるまる太った絵でこんがこんなにできただ。後で田子作ともへじのとこへ持ってってやるべ。この分だと今年はどこの村も豊作に違いね。新しいご領主様は優しく賢いお方だ。年貢もほどほどにしてくださったおかげで今年はお耐えに 一連の騒動で家老鳩野の悪政が露呈し、尾根藩は抗議没収、監督不行き届きで藩主は武お預けと相なりました。新たな領主は仁愛深く、領内をよく治め、広く領民の尊敬を集めたと記録に残っております。権兵衛はと申しますれば、 毎日欠かさず仏様と閻魔様に手を合わせ、真面目に働いてつつましくも夫婦仲良く幸せに暮らしました。権兵衛らが地獄に戻らぬようにと閻魔様のおぼし召しか、それからというもの大根では豊作が続くようになったと言い伝えられます。 Ach, das ist doch auch ein schönes Happy Ending. Das Spiel versucht mir gerade bei den DLCs immer so ein bisschen so ein, wie soll ich dem sagen, so ein trauriges Ende einzureden. Nur um mir dann ein Happy Ending ganz am Schluss zu geben. Also ich meine, auch für Oki oder Miki oder wie auch immer ihr sie nennen wollt, konnte das Ending eigentlich nicht besser sein. Und ja, auch Gonbe hat's besser bekommen, als es sich sehr träumen hätte können. Ich meine, seine Frau war schon vor der Geschichte tot und jetzt hat er sie sogar zurück. Ja, das gefällt. Also die Geschichte hier gefällt mir. Es war angenehm zuzuschauen, alles so. Die Charaktere waren nett. Ich sage jetzt einfach, ich spiele nicht gern mit Gonbe. Das hat sich auch nicht wirklich verändert. Er ist meiner Meinung nach von den 5 Charakteren, die man spielen kann, oder von den 5 Spielstilen, weil es sind ja 6 Charaktere insgesamt mit der DLC. Also von den 5 Spielstilen ist mir seiner der, den ich am wenigsten mag. Aber, ja, gut, mit Farm und allem. Ich weiß nicht, ob ein besseres Spiel auch ohne Farm durchgekommen wäre. Ich kam es nicht. Und ich bin froh, der letzte, obwohl ich andersrum wieder sagen muss, ich fühlte mich ein bisschen zu stark für den letzten Boss. Also vielleicht war ich einfach nur scheiße gegen den Zoom-Ringer, wer weiß. Aber ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Part auch wieder ein, wenn wir die nächste Geschichte in Angriff nehmen. Die Geschichte eines abtrünnigen Ninjas mit einem Namen, der vielleicht vertraut klingen mag und es doch nicht ganz ist. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir dann, wie gesagt, diese Story in Angriff nehmen. Und in diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal.